Hallo meine Freunde, hier ist ja der Carsten. Ich grüße euch recht herzlich zu einer kleinen Schachpartie, bevor das mit der Let's Dance losgeht und ich und meine Frau da voll auf das Finale Bock haben. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, schaut ihr auch Let's Dance, was glaubt ihr, wer gewinnt? Wie gesagt, der Kleine ist ja noch mit drin, dann aber dieser Akrobat und die Janine oder irgendwie was, keine Ahnung. Ja, Sympathie ist, boah, schwer zu sagen, der Kleine hat schon echt Sympathie. Aber wie gesagt, also das wird auf jeden Fall ein knappes Ding, obwohl die Janine auch gewinnen könnte. So, ich logge mich jetzt hier erstmal ein, damit ich mit meinem Sohn loslegen kann. Spielen. Online spielen. Ge Felix hat dich hier herausgefordert. Annehmen. So, auf geht's. Ja, wie gesagt, das schauen wir uns gleich an. Freitagabend, wie gesagt, ist ja jetzt erstmal wieder das letzte Mal und ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Ich meine, das Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist halt immer, dass sie das so übelst in die Länge ziehen, weil ich finde schon 4 Stunden immer oder was, ey, ist schon ziemlich lang so. Das zieht sie wie ein Kaugummi. Also dann sollten sie schon, weiß ich nicht, um 19 Uhr starten. Fände ich besser. Und dann bis 11. Aber das ist schon heftig lang. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was mein Junge da schon wieder vorhat. Schauen wir mal. Mal gucken, ob ich da überhaupt heute einen Kopf für habe. Wie gesagt, für Schach. Gerade haben wir erstmal noch eine Runde gekickert oben. Schön. Ah, hat er ganz knapp verloren gegen Mama und Papa. Ja. Kann man machen so. So kann man jetzt das Wochenende erstmal schön einläuten. Den Tieren geht's auch gut. Alles gemacht soweit. Wie gesagt, und ja. Dann lass mal langsam angehen. Bis jetzt ist noch nicht viel runtergekommen hier. Von den schweren Gewittern, was sie gemeldet haben bei uns hier. Wie gesagt, im Kreis Gütersloh ist noch nicht so viel angekommen. Naja, muss ja auch nicht sein. Deswegen. So. Ja, ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch, aber gut. Wird dir nicht gefallen, mein Sohn, was ich jetzt mache. Wird dir nicht gefallen. Mal schauen, ob du es merkst. Mal gucken. Weil das merkt, was ich vorhabe. Okay.
Na, willst du mich matt setzen? Ja, ich merke, so fit bin ich heute auch nicht hier für Schach, ey. Eigentlich nicht, eigentlich ist nur noch Couch angesagt. Aber naja, mal gucken. Irgendwie kriegen wir die Partie schon hin, so. Okay. So schon. So schon. Okay. Habt ihr auch so scheiße geschlafen, ey? Die letzte Woche, ey. Boah, ich hab so scheiße geschlafen, ey. Die ganze Woche, ey. Boah, ich könnte ja so im Sitzen einschlafen hier. Vor dem Laptop. Den kannst du vergessen. Du kriegst meinen Turm nicht. Du kriegst meinen Turm nicht. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd jetzt. Das
Kannst du doch vergessen, ja. Yeah, was wird das? Was machen? Was machen, ey? So, muss ich jetzt erstmal schauen hier. Das kann ja wohl so erstmal nicht weitergehen. Das ist doch blöd. Er kann jetzt nichts machen. Nicht schön, ne? Nicht wirklich. Ich habe meinen Turm weggenommen. Oh. Mein Turm weggenommen, ey, Freunde. Meinen Turm. Ich glaube, das war's jetzt. Mein Turm weggenommen, so. Scheiße. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Turm wegnehmen. Puh. Ja, mal schauen. Niederlage, minus 20. Minus 20. Ja, jetzt müsste ich eigentlich versuchen, einen Bauern hochzubringen, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Erstmal schnappe ich mir seinen Läufer jetzt. Mal schauen, ich erstmal seinen Läufer hier erstmal mir schnappe. Okay, das hatte ich mir jetzt so eigentlich nicht gedacht, dass du das machst, aber okay.
Nein. Ja, ist schon witzig. Sitzt hier am Laptop, spielt Schach so und direkt daneben oder was ist eine Spinne am Wühlen. Was machen die anderen? Oh, ist ruhig. Haben gestern alle was zu fressen gekriegt. Und ja, meine Brachypelma Böhmi sitzt direkt neben dem Laptop hier vorne und die 23 Jahre alte Oma. Ja. Ist dazu gar mal so, was willst du denn hier? Ich jetzt hier hingehe, da kann er nicht hin, da kann er nicht hin, da kann er höchstens hin, ne, da kann er auch nicht hin, da kann er höchstens hin, ja. Oh, keine Ahnung, was sie vor Ort da. Echt? Zuckt da ein Moos rum, ey? Niederlage, minus 20, ey. No. Du, 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 du.
Ja, tschüss, Pferd. Würde ich mal jetzt so sagen, ne? Mein Sohn, hast du nicht aufgepasst? Aber ich habe ja vorhin auch nicht aufgepasst. Davon mal ab. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Tja, wo willst du denn das denn hinstellen jetzt? Ist eigentlich egal, glaube ich, meine ich. Oh, dann nimmt er mir jetzt meinen Turm. Ah, nein. Ah. Bin ich doof? Mann, bin ich doof, ey. Ja, ich würde sagen, das war's. Dann machen wir mal auf. Niederlage, minus 20 Punkte. Oh. Egal. Gute Partie. Schön gewonnen. Schön gespielt. So ist das nun mal. Mal gewinnt man, mal verliert man. So.
So ist das nun mal. Hat trotzdem Spaß gemacht, wieder eine Runde Schach zu spielen, aber fit dafür war ich auf jeden Fall jetzt nicht. Und bis später. Bis später. Aber egal. So ist das. So, würde ich sagen, heute geht nichts mehr. Gar nichts mehr. Wie gesagt, keine Lust mehr, hier was zu machen. Wie gesagt, ein bisschen Let's Dance gucken, Freunde. Und ja, nichts Wildes mehr. Morgen stelle ich meinen Platz 45 vor oder 44. Muss ich mal mit Zettel gucken. Bei den Kult-X-Filme und dann vielleicht auch noch andere, noch was anderes mit Filmen oder so. Mal schauen, wie gesagt. Ganz easy weg. Ich wünsche euch erstmal an dieser Stelle noch einen schönen Freitagabend, einen schönen Start in das Wochenende und verabschiede mich jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wieder. Ne? Diejenigen unter euch, die auch ganz gerne Schach spielen und ich denke mal, die auch ganz gut dabei sind, die werden sowieso sagen, oh nein, wie kannst du nur den Turm wegschmeißen und hier und da. Und, ist halt so. Wie gesagt, so ist das nun mal. Alles klar. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.